Du willst mit diesem blauen Haken vor deinen Freunden angeben oder deine Social Media Accounts verknüpfen, um ein bisschen Promotion zu bekommen, dann schau dir dieses Video ganz an, denn im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr euren Fortnite Tracker Account verifizieren könnt, sodass ihr auch eure Social Medias hier hinzufügen könnt. Und wir labern gar nicht mehr länger rum, sondern gehen jetzt als erstes mal auf Register. Und jetzt erstellen wir uns hier einen neuen Tracker Network Account. Damit können wir nämlich unseren Epic Games Account verknüpfen. Nachdem ihr das dann gemacht habt, solltet ihr hier angelangt sein und dort könnt ihr dann einfach euren Epic Games Account verknüpfen, indem ihr hier draufklickt. Und dann geht ihr auf Klick hier, gebt dann noch hier den Zugriff und jetzt bin ich einfach auf Finish Registration gegangen und habe es jetzt auch schon geschafft. Hier kann ich dann übrigens auf meinen Account draufgehen. Und um eure Social Media Accounts zu verknüpfen, geht ihr einfach hier auf das Zahnrad und dann auf verknüpfte Konten. Und jetzt steht hier auch schon Twitch, YouTube, Discord, Twitter und Reddit zur Auswahl, was ihr an Social Media Accounts hinzufügen könnt. Genau, das Ganze funktioniert wirklich komplett einfach. Ihr gebt hier einfach den Zugriff dann zum Beispiel auf YouTube auf eurem Account. Da passiert natürlich auch nichts mit Tracker Network. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt es jetzt auch geschafft. Und wenn ja, lasst doch gerne ein Like und um nichts mehr zu verpassen, ein Abo da. Kommt gerne auf mein Discord, wenn ihr Fragen habt. Und dann würde ich auch schon sagen, haut rein und bis zum nächsten Video.